Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel, herzlich willkommen zurück zu Angespielt im Freispiel. Wir haben mal wieder was gespielt, und zwar was Kompetitives, ein Dungeon Crawler. Von daher herzlich willkommen in der Welt von Karak. Ein familientauglicher Dungeon Crawler für bis zu 5 Mitspielerinnen. 2 bis 5 sind das, die eindringen in eine Festung. Das ist wirklich, wie gesagt, das ist super generische Fantasy-Welt. Da ist irgendwie ein König tot und irgendwer muss König werden, deswegen sammeln wir Schätze oder sowas. Tatsächlich völlig egal, warum wir das machen. Wir machen das halt. Ne? Wir sind Helden, wie man sie so kennt. Wir haben hier so einen sogenannten Schattenmagier, einen Propheten, einen Krieger, einen Zauberer. Dann hier irgendwie, weiß nicht, der muss aus der griechischen Mythologie entsprungen sein. Irgendwie so ein Kämpfer aus Sparta. Außer dass es Sparta natürlich nicht gibt, ist eine eigene Welt. Und ich bin jetzt hier die, warte, ich nehme dich immer raus, die Diebin oder Räuberin. Und wir gehen gemeinsam in diese Festung und versuchen da Schätze rauszuholen. Das Ganze geht darum, dass wir so einen Drachen suchen. Den vermuten wir, dass der in der Burg wohnt. Und guess what, der wohnt da. Und wenn der auftaucht, läutet das quasi das Spielende ein. Der liegt dann da irgendwo rum. Und sobald ihn jemand besiegt hat, endet dann das Spiel und dann zählen wir unsere Schätze und wer am meisten Schätze hat, hat das Spiel gewonnen. So, jetzt habe ich gesagt, familientauglicher Dungeon Crawler, das ist ja immer so eine Sache, ne? Viele Leute wollen, oh, wir wollen auch so ein Fantasy-Ding irgendwie mit rumlaufen und Charaktere aufleveln und so weiter machen, aber mit unseren Kindern spielen und häufig sind diese Spiele einfach zu komplex. Und dieses Problems hat sich Karak angenommen und das geht folgendermaßen. Wir sind reihum am Zug. Eine Spielerin, die am Zug ist, hat 4 Aktionen oder na, eigentlich 4 Schritte zur Verfügung, um sich durch den Kerker zu bewegen. Wenn hier schon irgendwie Kerker liegt, dann kann ich 1, 2, 3, 4 laufen. Zack, mein Zug ist zu Ende. Und wir erkunden den aber, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier, momentan stehe ich da in so einem Zimmer, da gibt es einen Ausgang und jetzt kann ich meinen ersten Schritt ausgeben, um diesen Raum zu verlassen. Und sobald ich das tue, ziehe ich vom Nachziehstapel Carcassonne-mäßig ein neues Plättchen und lege das dann dort an. Da sind entweder Gänge drin, wenn das ein Gang ist, dann lege ich den einfach an, bewege mich dahin und kann mich weiter bewegen. Oder aber es sind Räume, die ich aufdecke. Das ist dann hier so ein quadratisches Feld und sobald ich einen neuen Raum erkunde und auftrete, kommt hier der blickdichte Sack ins Spiel. Seitenhieb, Shame on you, Arkham Horror, dass bei dir kein Sack dabei ist. Und dann ziehe ich so ein Plättchen raus und das lege ich dann dahin und muss irgendwie damit interagieren. Im Normalfall sind das nämlich gar grausliche Monstren und gegen die muss ich dann kämpfen. Kann auch sein, dass da mal ein Schatz rumliegt. Finde ich jetzt hier spontan ein. So, ne? Zack, hier ziehe ich so ein Plättchen. Dann liegt da einfach eine Schatztruhe rum. Die liegt dann da in dem Zimmer. Und ich kann mir die Schatztruhe aneignen. Beziehungsweise den Schatz, der in der Truhe drin steckt. Oh, was ist das hier? Sofern ich einen Schlüssel habe, um diese Schatztruhe zu öffnen. Den habe ich nämlich nicht von Haus aus. Jeder Spieler hat so ein Tableau. Das ist einerseits natürlich dargestellt, welchen Charakter wir spielen. 2 Sonderfähigkeiten kommen immer mit jedem Charakter daher. Und wir haben 5 Lebenspunkte hier auf dieser Seite. Wenn ich irgendwie Schaden erleide, drehe ich einen um. Dann ist das ein gar nicht allzu grauslich aussehender Totenschädel. Der anzeigt, dass ich diesen Lebenspunkt verloren habe. Habe ich alle verloren, bin ich nicht tot. Dann spielen wir Diablo. Dann kann ich nämlich später einfach irgendwo an diesen Heilungsfountains, Brunnen der Heilung, die gibt es mehrfach in dem Spiel. Da kann ich mich wieder heilen, dann werden alle meine Lebenspunkte wieder zurückgestellt. Wenn ich sterben sollte, dann setze ich eine Runde aus, bin wieder mit einem Lebenspunkt im Spiel und kann natürlich zu so einer Heilungsfontäne laufen und die alle wieder herstellen. So, und jetzt haben wir hier ganz viel Platz für verschiedene Plättchen. Und da sammeln wir einerseits Waffen, andererseits Zauber habe ich hier ein. Ja, guck mal, hier ist ein Zauber. Und eben auch unsere Schlüssel. Wie komme ich jetzt da ran? Wie komme ich an die Zauber ran? Wie komme ich an die Waffen ran? Wie komme ich an die Schlüssel ran, die mir erlauben, diese Schatzplättchen
geöffnet in meinen Spielbereich zu legen, was am Ende letztlich Siegpunkte sind. Das tue ich, indem ich diese Monster, von denen ich eben sprach, zu bekämpfen. Und da haben wir hier schon Glück gehabt. Ich habe gerade das Richtige aus dem Sack gezogen. Die Monster zeigen nämlich immer durch ihre Illustration, was für eine Art von Ausrüstung sie dabei haben. Na, hier ist so ein Skelettkrieger, der hat ein Schwert in der Hand. Das heißt, wenn ich den besiege, dann lässt er da ein Schwert fallen. Und der Kollege hier, der trägt einen Schlüssel, was bedeutet, dass ich da den Schlüssel habe, mit dem ich Schatztruhen öffnen kann. So, jetzt gehe ich hier rein. Und weil ich eben einen Raum aufgedeckt habe, muss ich da meinen Zug beenden und muss jetzt sofort gegen diesen Kollegen kämpfen. Das Kämpfen funktioniert mit zwei stinknormalen sechsseitigen Würfeln. Ich werfe die einfach beide. Ich habe jetzt hier eine 4 gewürfelt. Schlecht für mich, würde ich nämlich den Lebenspunkt verlieren. Warum? Weil die alle hier oben links eine Zahl stehen haben. Das ist quasi deren Wert, den ich erwürfeln muss, um sie überwältigen zu können. Das heißt, ich muss über eine 8 werfen, um diesen Skelettkollegen da zu besiegen. Werfe ich einfach mal eine 8 und hätte ihn damit nicht besiegt. Außer ich bin sie hier, ne, die Räuberin, deren eine Spezialfähigkeit ist nämlich, sie gewinnt schon bei Gleichständen. Alle anderen müssen höher würfeln. Habe ich den besiegt, dann packe ich mir seine Ausrüstung da in den entsprechenden Slot rein, wenn es eine Waffe, Schlüssel oder Zauber ist, und beende meinen Zug. Immer dann, wenn ich eine Begegnung gehabt habe mit so einem fiesen Schurken, dann ist mein Zug zu Ende und die nächste Spielerin ist am Zug und kann dann eben die 4 Aktionen oder 4 Schritte, die er oder sie hat, verbraten. Es gibt dann beim Aufdecken weiteres zu beachten, nämlich gibt es hier diese blauen Kollegen, das sind so Portale. Wenn ich irgendwo ein Portal liegen habe und dort hineinlaufe, dann kann ich ein anderes Portalplättchen als benachbart betrachten. Also da kann man dann große Distanzen sehr schnell zurücklegen. Und als allerletztes gibt es dann eben, wie schon angesprochen, diese Heilungsbrunnen, an denen man seine Lebenspunkte wiederherstellen kann oder den Fluch des Karak loswerden kann. Der Fluch des Karak, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was ist denn das? Es gibt hier so relativ leicht zu besiegende Monster, die haben nämlich eine 7, also quasi den Erwartungswert von 2W6, wenn ich da drüber komme, die Mumie besiege, jetzt bin ich wieder nicht drüber gekommen, aber hey, guess what, ich bin ja die Räuberin, ich gewinne den Gleichstand, dann besiege ich die, bekomme ihre Ausrüstung, in dem Fall einen Kampfzauber, und zudem darf ich mir aber diese Fluchmünze nehmen und bei einem Mitspieler, einer Mitspielerin auf die Spezialfähigkeiten legen, die damit verdecken und dadurch verliert der Spieler dann seine Spezialfähigkeiten. Nun, es sind wie gesagt immer zwei verschiedene. Sie hier hat, dass sie Gleichstände gewinnt beim Kämpfen und hat da so eine, mag ich gar nicht sagen, so eine Ku Klux Klan Maske, das heißt, dass sie sich im Schatten verstecken kann. Das ist die einzige, die, wenn sowas Neues aufdeckt und ein Monster ist, dann kann die sagen, nö, ich verstecke mich jetzt, ich gehe lieber weiter erkunden, decke ein neues Plättchen auf und laufe weiter, das Monster ignorierend. Und der Krieger, der hat natürlich Wiederholungswürfe im Kampf. Der Krieger hier aus Sparta, der kann Einsen, darf der neu werfen. Und immer wenn er eine 6 hat im Kampf, dann darf er seinen Zug weitermachen, als hätte er die Begegnung nicht gehabt. Ne? Das heißt, er erschlägt hier so eine Ratte und geht dann einfach weiter. Was haben wir hier? Der Zauberer, klar, der kann sich durch Wände bewegen. Ne? Wie zum Beispiel hier in diesem Fall, da habe ich zwei Räume benachbart zueinander, die keine Verbindung haben. Der Zauberer, der kann einfach einmal im Zug sagen, ha, ist mir egal, ich laufe da durch die Wand. Die Prophetin zieht mehr Plättchen aus dem Sack und darf sich davon welche aussuchen. Und der Schattenmagier, der ist ganz tricky, das ist so dieser klassische Schwarzmagier, der kann seine eigenen Lebenspunkte opfern, um mehr Kampfkraft zu erhalten. Und hat einen Teleportationszauber, der ein bisschen fies sein kann. Nämlich kann der sagen, hier, ich tausche mal meine Position mit einer anderen Spielfigur. Das sind die Spezialfähigkeiten der Figuren. Da kommt noch mehr dazu, wenn man dann die Erweiterung Karak Regent hat. Die habe ich jetzt hier nicht aufgebaut. Da kommen eben neue Räume dazu, neue Helden dazu, neue Fähigkeiten dazu und auch eine semi-kooperative Variante dazu, in der man gegen einen Boss kämpft. Genau. Und wenn wir jetzt diesen Drachen irgendwann aufgedeckt haben, der ist sehr stark, der hat eine 15. So, wer kann rechnen? 6 plus 6, ha, macht 12. Das heißt,
ohne Ausrüstung ist der gar nicht zu besiegen. Das heißt, wir müssen erstmal schwächere Monster erschlagen, um an Zauber und Waffen ranzukommen, um dann gegen diesen Drachen kämpfen zu können. Wer den besiegt, der erhält sein Plättchen. Das ist dann ein Schatz mit einem extra Rubin drin. Das sind 1,5 Schätze. Und wenn der tot ist und wir dann die Runde zu Ende gespielt haben, zählen wir, wer hat die meisten Schätze. Und wer das geschafft hat, ist dann die Siegerin oder der Sieger. Genau, das ist regeltechnisch Karak. Und das war, wenn ich recht informiert bin, war das irgendwie so eine Kickstarter-Nummer. Das war mega erfolgreich, sehr, sehr beliebt. Nicht nur in Deutschland, sondern international. Und wir haben mit ein paar anderen Kollegen mal rausgefunden, wie kommen wir eigentlich da ran? Kommen wir da irgendwie ran, um das in den Handel zu kriegen? Weil wir das eben so stark fanden, dass es ein Fantasy-Abenteuerspiel gibt, das man aber auch wirklich mit jüngeren Mitspielern spielen kann. Also da steht auf der Schachtel, steht drauf 7+. Und das kommt auch gut hin. Also ein pfiffiger Sechsjähriger, mit dem kann ich das Ding hier spielen. Und habe dann trotzdem mit dem so ein richtiges Fantasy-Abenteuer gespielt, in dem ich Monster besiege, in Kerker erkunde. Und das kommt gerade mit den Kindern immer wieder neu auf den Tisch. Also es ist immer wieder aufregend und macht richtig viel Spaß. Also wenn ihr ein Abenteuerspiel sucht, das ihr auch mit der ganzen Familie spielen könnt, dann würden wir euch Karak durchaus ans Herz legen. Ist ein klasse Spiel. Haben sowohl das Spiel als auch die Erweiterung eigentlich dauerhaft vorrätig. Und genau, was mir noch zu sagen bleibt, ist das Übliche. Wenn ihr Vorschläge habt oder Fragen habt, hey, könnt ihr mal irgendwie uns ein Spiel erklären, dann machen wir das super, super gern. Ihr müsst uns das einfach nur unten in die Kommentare reinschreiben. Lasst uns ein Abonnement da, wenn ihr informiert werden wollt, wenn wir neue Videos hochladen. Auch gerade jetzt dann zur Spiel Digital, die demnächst auf uns zukommt. Und genau. Habt wie immer einfach Spaß mit Spielen. Es ist immerhin unser aller gemeinsames Hobby. Tschüss!